Aber wir gehen mal auch davon aus, der Zufall hat es geschafft, durch den Staub, Kosmos, dies, das, eine Mücke zu erschaffen. Wie erklärst du 8 Milliarden Menschen, Habibi? Die Frequenzen halten die Materie so, wie sie sind. Würde es die Frequenzen nicht geben, würde alles, was wir kennen an Materie und Atomen, ineinander matschen und irgendein Wirrwarr werden. Das ist wie, als wenn ich dir sagen würde, ich gehe jetzt in die Wüste, halte eine Lupe in Richtung Sand und halte das so lange darauf, dass der Sand erhitzt wird und mir ein Handy erzeugt. Eine, Dankeschön. Salamu alaikum. Alaikum salam. Ey, Leute. Hast du schon live, ja? Ich bin live, wir haben auf dich gewartet. Salam. Mein Bruder, wie geht's dir? Was war? Lange nicht gesehen. Stabil. Bisschen Bauchgeschichte. Gewachsen? Ja, ich habe auch große Stinke. Komm rein. Leute, wir haben Ghazi 47. Salamu alaikum, was geht ab? Was geht ab, Cousins und Cousinen an die ganze Kianosh Army, an die Kusi Gang? Wie geht's, Alter? Mir geht's gut. Ich bin ein bisschen angespannt. Warum? Ich weiß nicht, was du vorbereitet hast, Bruder. Ich habe eigentlich nach jemandem gesucht, der... dich hypnotisiert. Der mich hypnotisiert. So klassisch. Genau. Und mit dann, Fall um und er hält dich so fest und so. Diese. Mach tief. Geh tiefer. Scam. Sei ein Hund. So was... Wolltest du... ich hab mir gedacht, ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin, Alter. Wir warte, erste Frage. Ja. Ist der Stuhl bequem? Ja. Ja. Willst du was trinken? Ich hab nichts mitgebracht, Bruder. Ich hab Wasser. Du wirst heute sehr viel trinken müssen, weil es anstrengend. Okay. Also... Gut. Ne, du Wasser. Hast... Ja. Ich hab gut Wasser auf jeden Fall. Wasser oder Wasser? Wasser. Wasser. Normales Wasser. Keine, okay. Ich werde dich schon nicht vergiften, Alter. Keine Sorge. Du hast jemanden gesucht, der dich hypnotisiert. Ja. Ich werde dich nicht hypnotisieren. Ich werde dich wie ein Pfeil und Bogen in die vierte Dimension schießen. Keine Sorge, keine Drogen. Du weißt, ich nehme nichts. Du weißt, Bruder, ich bin kein Freund von sowas. Also, ich doch auch nicht. Cousin. Ja, ich weiß. Ich nehme sowas. Ich kiff nicht mal. Ich rauche nicht mal gar nichts. So. Ich werde dich anders dahin befördern. Auf eine Art und Weise, wie man es on stream noch nie gesehen hat. Ich hab ein bisschen Angst, Bruder. Nein. Ein bisschen mulmig, Bruder. Alles gut. Also du hast keine Fingerschnipser nein. Irgendwelche Uhren oder nein. Achte auf meinen Finger und dann fange ich an zu schielen oder so. Nichts dergleichen? Nein, es liegt ganz alleine bei dir. Es geht um dein Bewusstsein und um deine Konzentration. Das heißt, je nachdem, wie sehr du dich konzentrierst... Ich hab ADHS, Bruder. Perfekt. Was? Das ist perfekt. Du wirst dich heute auf eine andere Art und Weise kennenlernen. Du wirst tief in dein Unterbewusstsein reingehen. Du wirst dein drittes Auge öffnen und bis zur vierten Dimension fliegen. Cousin, nicht, dass du irgendwas falsch machst, Bruder, und dann öffne ich meinen Arsch oder so. Bruder, ich küsse deine Augen, Bruder. Guck mal, ich weiß, wir sind live. Weil wir live sind, passt dich auf, dass nichts passiert. Du hast mein Wort. Dann hey, Chat, wenn hey, irgendwas passiert... Ich kann auch mit klarem Bewusstsein Auto fahren gleich, ne? Also, wenn ich nach Hause fahre... Das habe ich nicht mit berücksichtigt. Cousin, mach keine Filme, Bruder. Ich schicke dir einen Fahrer, wenn irgendwas sein sollte. Es wird alles gut. Also es passiert nichts. Chat, keine Sorge. Wir machen das schon heavy. Der Bruder wird auf jeden Fall später ein bisschen in eine andere Dimension gehen. Aber okay, aber genau. Aber das ist alles erstmal später. Das kommt später. Okay. Es muss erst dunkel werden wegen Ritual und so. Du kannst hier auch. Du musst nicht hier sitzen kleben. Du kannst aufstehen, dich bewegen. Kannst aus dem Bild raus. Du kannst also das heißt, rein. Egal wo ich mich hinstelle, man hört mich. Ey, was ist das für eine krasse Bildqualität, Alter? Habibi. Was ist das für eine Kamera? Eine Sony. Ich hab, Z irgendwas. Ich hab Dings, Cousin. Eigentlich hab ich die, Alpha. Aber ich hab das Kabel nicht gefunden. Die ist Endstufe. Ich hab Alpha 6400, Habibi. Was ist das? Eine Kamera. Ist sie gut? Sony. Aber bei mir sieht das nicht so aus wie bei dir. Ich hab nicht mal Filter drauf, ne? Guck mal. Die hat sogar diese Tiefeneffekt, guck mal. Wallah, krass, ja? Ja, die ist professionelle Streamer-Kamera. Ja, sieht bei dir richtig gut aus, Alter. Das ist die Sony ZV irgendwas. Salam alaikum. Ich schick dir später einen Link. Ich würde die holen, Bruder. Die ich hab, Bruder, 6400, Bruder. Und Alpha 6000. Und diese Licht reicht komplett, guck mal. Ich hab auch das gleiche Ringlicht. Beste, ne? Von Amazon? Ja, weiß ich nicht. Wo ich noch Amazon-Account hatte, habe ich mir bestellt. Ich glaube, deine Kusi-Gang ist auch hier im Chat. Ich würde trotzdem noch einmal kurz Bescheid geben, Bruder. Weil mach das. Sehr viele Meine Fragen. Community ist auf jeden Fall aktiv. Wenn ihr wüsstet, damit meine ich auch Ghazi. Ich höre dir zu. Was heute alles so passieren wird, das wird sehr, sehr interessant sein. Sehr, sehr interessant sein war der letzte Satz von Kianosh. Wir sind live, komm vorbei, heute bei Kianosh im Stream. Der Link ist hier unten, wir warten auf euch. Mies recherchiert. Ich muss das in meinen Tracks als Adlib einbauen, ne? Cousin, dieses mies recherchiert, Cousin, das ist Kianosh, Bruder. Wir wurden gehackt. Was geht hier ab, Bruder? Ghazi hat Angst, ich merke schon.
Leg mal Roman, los davor. Ich will nicht in Vergangenheit rumwühlen, ne? Aber ich bin von 4000 Metern gesprungen. Du meinst von diesem Flugzeug? Genau, ich bin falsch gesprungen. Und ich glaube, seitdem laufe ich hier rum mit den Eiern auf meinen Schultern. Ich würde mich das nicht trauen, ich sag dir ehrlich. Ich würde mich das nicht trauen. Das war an Gefühlen, das war alles. Da war alles. Das hat gekribbelt, ne? Boah, Maximum, Bruder. Und jetzt stelle vor, du fällst nicht, sondern mit derselben Geschwindigkeit gehst du von unten nach oben. Kannst du das vorstellen? Nein, Cousin. Ich weiß nicht, was du vorhast, Bruder. Ich weiß echt nicht, was du vorhast. Stell dir vor, man klebt dich an eine Rakete von Silvester. Ja. Und zündet an und du fliegst hoch. Stell dir das mal vor. Aber muss ich was zu mir nehmen? Wir kommen später drauf, mein Bruder. Komm, ich lenk dich erstmal ab mit ein paar. Fangen erstmal an, weil das ist hier so podcastmäßig. Ich habe vor, in Zukunft einen Podcast zu führen. Ja. Und ich möchte das Ganze auch auf Spotify und auf allen Anbietern auch präsentieren. Ich habe auch schon mit ein paar Jungs geredet, die mir da ein bisschen helfen können. Ja. Aber ich brauche jemanden, der nicht genauso wie ich denkt, sondern so immer Kontra gibt. Damit dieser Podcast maximal interessant wird, weißt du? Das heißt, wenn ich zum Beispiel was hältst du von der, von Project Blue Bean? Dass der andere dann sagt, was laberst du da? Hast du wieder zu viel recherchiert? So, dass wir dann so diskutieren, weißt du? Was ist Mr. Bean? Nicht Mr. Bean, Project Blue Beam. Ja, was ist das? Was ist ein angebliches Projekt, dass die Menschheit darauf vorbereitet wird, dass es eine Alien-Invasion gibt. Oh. Es gibt auch Autoren und es gibt auch Anzeichen dafür. Aber warte, was soll dieser Blick? Ich sag dir was. Das Pentagon hat doch vor kurzem öffentlich gesagt, dass es UFOs gibt, dass sie gesichtet worden sind. Es gab doch einen Ausschuss oder so. Ich habe mies recherchiert. Das Pentagon hat vieles gesagt. Habibi, Area 51? Ja. Was ist das? Was ist das? Der Roswell-Vorfall in den 60ern? Was für ein Vorfall? Hast du noch nie davon gehört, dass eventuelle Aliens oder UFOs gesichtet worden sind? Ich habe davon gehört. Nein, glaubst du nicht an Außerirdische? Nein. Was? Glaubst du nicht, dass es außer dieser Erde noch anderes Leben gibt? Nein. Nur wir Menschen? Ja. In dem gesamten Universum? Da bin ich extrem egoistisch. Wie kann das sein? Wie kannst du der Annahme sein? Ich gehe davon aus, Bruder, in der Sache bin ich egoistisch. Bruder. Erklärung, erklär uns das. Das zu erklären ist jetzt schwierig, aber ich gehe nicht davon aus, dass es Aliens gibt. Bruder. Ich weiß, dass man uns darauf vorbereitet, dass es bald eine Alien-Invasion geben könnte, in Form von Filmen, dass man die uns immer wieder zeigt. Scheiß mal auf Alien-Invasion. Ja. Guck mal, unsere Erde. Ja. Warte. Ja, Bruder, Alter, Allah. Chat, richtig Kolumbus und dann richtig Erde. Guck mal, unsere Erde, ne? Ja. Wie viele Planeten gibt es, die erdähnlich sind? Von der Form her? Oder von... Von der Form? Welche Form hat sie denn? Ja, das ist die Frage, die ich stellen möchte. Sieht sie nicht so aus wie hier? Ich gehe davon aus, dass sie eiförmig ist. Wieso? Ich nehme das anhand von meinem Glauben. Eiförmig? Ja. Aber der Mond straußenförmig. Aber der Mond ist ja auch nicht eiförmig. Oder die Sonne. Oder die anderen Planeten sind ja auch nicht eiförmig. Warum sollte die Erde eiförmig sein? Ja, das ist wieder so ein... Ich wusste, dass sowas kommt, Bruder. Und ich wusste, dass wir Fragen stellen. Du sagst eiförmig. Ich wusste, dass du wieder so Fragen stellst. Und ich komme mir dann wieder so bloßgestellt vor. Nein. Ich bin keine 5 Minuten hier. Aber ich rede mit dir über alles, wenn du mich hier rauchen lässt. Nein. Vielleicht nach dem Ritual. Nach dem Experiment. Aber guck okay. mal, warum ist der Mond rund? Warum ist die Sonne rund? Okay, gehen wir mal davon aus, dass... Warum soll die Erde auf einem eiförmig sein? Okay, gehen wir mal davon aus, dass die Erde eine Form hat, so wie du sie dir vorstellst. Ja. Okay? Worauf willst du hinaus? Ich wollte dir nur sagen... Dass wir in einer Milchstraße sind und dass wir da in einer Galaxie sind. Es gibt nicht nur eine Galaxie, sondern mehrere Galaxien. Es gibt sehr viele Sonnensysteme. Und dass es total egoistisch ist, von mir zu denken, dass wir die Einzigen sind. Es ist nicht egoistisch, es ist naiv zu glauben, dass wir die einzige Lebensform sind, die einen Planeten bewohnen können. Tamam, Cousin, aber wenn es noch andere gibt... Ich habe doch Essen bestellt. Tamam, wenn es noch andere gibt, Cousin, warum sagen die nicht Salamu Alaikum und fragen, was geht ab? Vielleicht sind wir gar nicht egoistisch, sondern die sind egoistisch. So eine WhatsApp-Nachricht. Jo, Cousin, was geht ab? Hier sind noch welche von euch auf der anderen Seite. Wir sind ein paar Jahre weiter als ihr. Also, Bruder, guck mal, vom Planeten Erde erstmal eine sehr leckere Hähnchen-Shawarma für dich, Habibi. Das ist nicht von dieser Erde, Cousin. Das ist nicht von dieser Erde.
Aber wir fangen ganz entspannt an, Chat. Wir haben es nicht eilig. Wir haben es überhaupt nicht eilig. Ehrlich jetzt, Cousin. Aber gehen wir mal davon aus, dass es wirklich jemanden gibt, ja, irgendwo in einer anderen Galaxie, in irgendeinem anderen Sonnensystem. Ja. Was sind das für Wichser, Bruder? Warum fragen die nicht nach uns? Vielleicht können die nicht. Hä? Warum? Vielleicht haben die nicht die Möglichkeit, genauso wie wir nicht die Möglichkeit haben, auf einen anderen Planeten zu fliegen. So weit weg. Das sind Lichtjahre. Weißt du, was die Menschen gemacht haben? Die haben mit Satelliten Botschaft gegeben an die an das Universum. Ich habe mal mitbekommen, dass, dass es Männer und Frauen gibt und wie unsere DNA-Stränge sind. Ja, die haben alles geleakt. Ja, ich habe mal mitbekommen, dass es irgendjemanden gab, der hat eine Schallplatte da in den Dings geschickt. Eine Schallplatte. Jungs, guten Appetit, Dankeschön. In die Atmosphäre. Eine Schallplatte? Eine Schallplatte, da sind Songs drauf. Mhm. Falls irgendjemand findet, damit er Musik hört von unserer Zeit. Hast du mitbekommen? Mhm. Laber doch nicht. Aber Bruder, glaub mir, es gibt auf jeden Fall noch weiteres Leben außerhalb des Universums, wo wir drin sind. Willst du nicht vor links essen? Nein, Bruder, ich hab Angst, dass irgendwas drin ist. Was? Hab ich gehört, der Lieferant ist doch gerade. Ja, aber du hast zu mir gesagt, du kommst dir gleich vor wie auf einer Rakete und dann vielleicht ist irgendwas drin. Er denkt echt, ich vergifte den, Leute. Niemals. Ja, ich komm hier hin, der sagt, wir schicken dich gleich wie eine Rakete hoch. Auf einmal krieg ich Hähnchen-Shawarma. Das war nicht mal angesagt, ne? Ja, es war nicht mal geplant so. Nein, auf entspannt, auf süß. Wir essen diese, weil du brauchst Nahrung und viel Flüssigkeit gleich. Chat, wir nehmen den maximal auseinander. Oder ich... Lass mich doch essen, Bruder, drauf. Ach, diese Datteln, Cousin. Du weißt, ich bin Araber, wir essen Datteln, Bruder. Warum stehen die hier und warum sind die schon offen? Verstehst du? Ey, ich bin Araber, er weiß, wir essen Datteln. Ich komme hier hin, die sind schon offen. Hier sind viele Sachen, die mir zu denken geben. Kennst du Smart Dust? Wow, Smart Dust. Ich hab schon nochmal davon gehört. Nate57 hat darüber geredet. Er meinte, die sprühen das so. Ja, genau. Und das sind so kleine Nanobots, die gehen dann in dein Gehirn rein. Also wenn du was reingemacht haben solltest. Das wäre wenigstens lecker. Schmeckt wenigstens gut. Das schmeckt wenigstens gut. Wenn du fliegst, dann mit vollem Bauch, Bruder. Wir schicken unsere Astronauten nur mit vollem Bauch in das Universum. Du weißt, ich mag dich sehr gern, Bruder. Habibi. Also du bist einer von den Männern, die ich wirklich wertschätze. Wie läuft bei dir so? Was scheiß nicht rein. Nein. Lass mich nicht sagt, Fenne bringen. Scheiß nicht rein heute, Bruder. Ich hab nicht 15 Jahre lang Straßenschlachten gemacht, Bruder, damit du mich hier bloßstellst, Cousin, indem ich hier ein Huhn nachgacker. Es gibt dir mein Wort, Bruder. Es gibt dir mein missrassiert Wort. Ja, ach so, ja, okay. Okay, Bruder. Ey, ich schwör bei Gott, ne? Mir kommen die Tränen, ja. Boah, Alter, diese Knoblauch. Boah, Junge. Ich hab gesagt, ich habe heute einen Gast, der ist Araber. Macht den genauso wie für einen Araber, diese Shawarma. Ja. Mit extra viel Knoblauch. Er ist auch geil, Habibi. Du weißt, ich arbeite mit Frequenzen. Ja. Du hast mich einmal hier gesehen, ne? Ja. Gibt es das Video nicht auf YouTube? Boah, meine Tränen. Was war das? Warnung, vor was? Ich habe mies recherchiert. Vor was warnst du mich? Bahiat Gianusch. Ey, Bruder, was denn? Der zeigt mir irgendwas, da steht Warnung drauf, Bruder. Willst du mit mir anfangen? Ich schwöre dir, ich mach sofort ein Ruderverein auf. Ich mach einen Kanuverein auf und ruder zurück, Bruder, Walla. Ich bin fast erstickt. Walla, so wie ich komme, gehe ich wieder. Ich bin fast erstickt, warte. Trink Wasser, da ist nichts drin, Cousin. Warte, Bruder. Mach das nicht auf. Walla, der Hund, der hat einfach meinen Mund gerübst. Bismillah. Ey, der meinte zu mir, trink viel Wasser. Ich bin ein Mensch, ich habe mit Wasser nichts zu tun. Chat, ich kann nicht mehr Hilfe. Ich habe absolut mit Wasser nichts zu tun. Ich musste mir Wasser holen mit Geschmack. Komm, wir lesen ein bisschen Chat. Ja, das ist Chat, Leute, Bruder. Welche Frequenzen sollte ich am besten bei Meditieren anhören? Frequenz A plus,
Alpha. Das ist die beste. Er meint Alpha-Frequenz. Gibt es Stufen? Ja. Ich habe letztes Mal ein Video gesehen, Bruder. Da hat jemand mit Frequenzen gearbeitet, vom Auto aus. Und da ist die Scheibe einfach so. Die Scheibe hat einfach, die hat einfach Wellen gemacht. Bruder. Die hat so gemacht, hä? Ja, Bruder. Das sind tiefe Frequenzen. Die machen sowas. Kennst du Rohat, den Streamer? Ja, Bruder, Rohat ist ein super Streamer, Bruder. Bruder. Auch ein super Typ, Bruder. Hast du mitbekommen, was der gemacht hat? Ich weiß, ich habe davon mitbekommen, dass er in Amerika war. Ich habe mies. Er hat auch ein paar Vlogs gemacht, aber ich konnte mir nicht reinziehen, Bruder, weil du weißt doch, Cousin. Wir haben, bevor er nach Amerika geflogen ist, kam da bei mir in den Talk rein, ne? Haben wir so ein bisschen geredet über Gott und die Welt. Ja. Und dann meinte er so, ey Bruder, ich fliege bald nach Amerika. Meinst du, soll ich Area 51 besuchen? So aus Spaß, sagt er so. Was will er da? Bruder, er war da. Was? Er ist da hingegangen. Was will er da? Er wollte gucken, ob es da Aliens und so gibt. Bruder, ich küsse deine Augen. Du lachst? Du bist in Amerika. Geh, Freiheitsstatue. Geh langweilig. Grand Canyons. Langweilig. Grand Canyons. Geh, Las Vegas. Zu viel Geld gibst du aus. Ist doch Las Vegas. Ne, warte, das ist doch da. Area 51. Geh, Las Vegas, Bruder, dann gehst du in Area 51, Bruder. Ich kenn Playboy 51. Was will ich bei Area 51, Bruder? Der Bruder war da. Ja. Der ist da hingegangen und hat... Hat Aliens gesehen? Ne, nicht Aliens, aber er ist der Sache so ein bisschen auf den Grund gegangen, ne? Er stand vor dem Tor. Ja, und? Wo so Militär und so ist. Hat angeklopft. Der stand einfach da mit seinen Jungs und auf einmal ging so eine Sirene an, Bruder. Lass irgendwo hinfahren und einfach so parken und stehen bleiben. Nein, du siehst das richtig. Ja. So, hupen, miep. Und dann, was dann passiert? Der hat jemanden gefunden, der seit 15 Jahren dort lebt. Ein Deutscher. 51. Der heißt Jörg Arno. Der war auch auf Terra X Dokumentation. Hat er mit dem gesprochen? Der hat jetzt einen Talk mit dem. Der lebt seit 15 Jahren. Aber ich dachte, da kann niemand leben. Also da darf niemand. Doch, da leben schon Leute. Aber nicht da, wo die arbeiten? Die arbeiten, leben in Las Vegas. Die werden mit dem Janet Jet immer von Las Vegas zu Area 51 geflogen. Und der war einfach dort. Der wollte wissen, was da abgeht. Weil sowieso dieses mies recherchieren und dieses Aluhut-Ding ist gerade irgendwie voll Trend. Wir haben bestimmt hunderte von Nachrichten erreicht bezüglich Astralreisen. Ich hab mich nicht wirklich informiert, Bruder. Ich habe einfach was gehört, was der Abu Goku gesagt hat und habe mich einfach auf seine Aussage gestützt. Was hat er denn gesagt? Er hat gesagt, dass es im Islam dafür keine Quellenangaben gibt. Das war's? Ja. Okay. Es gibt keine Quelle über Astralreisen. Natürlich gibt es jetzt auch einige Gelehrte, die sich darüber mehr informiert haben und die sagen, doch, es gibt Quellen. Ich habe noch nicht gehört, Cousin, also kann ich nicht mitreden. Aber wenn du in der Materie drinne bist und du hast Ahnung, würde ich gerne was von dir hören, Bruder. Was hältst du davon, wenn wir das einfach testen? Was, willst du mich jetzt schlafen schicken, oder? Nein. Das ist so ein... Guck mal, du machst die Augen zu und du stellst dir etwas vor und mit deiner Vorstellungskraft kannst du aus deinem Körper raus. Du willst nicht wissen, was ich mir gerade vorstelle, Cousin. Nein, das ist nur so... Das ist nicht so wild. Okay. Und dann gehe ich raus? Dann kannst du angeblich überall die ganze Erde besuchen, also die ganze Galaxie sehen. Vor deinem geistigen Auge. Nenni, du stellst dir vor, du bist jetzt vor dem World Trade Center und dann bist du da. Oder du stellst dir vor, du bist vor dem Eiffelturm und dann bist du wieder. Mir ist das im Alltag schon mal passiert. Was denn? Erzähl mal. Höre, ich mach keinen Spaß gesehen. Ich bin, kennst du diese Lotto-Totos? Mhm. Die haben doch immer so kleine Plastikdreiecke, wo die Werbung reinkommt. Ja, ja. Okay? Kenn ich. Dann bin ich daran mal vorbeigelaufen. So Pyramide. Genau. Dann bin ich daran vorbeigelaufen und da war der Euro-Jackpot bei 89 Millionen. Okay. Lotto. Mhm. 89 Millionen. 89 Millionen. Und ich lese das so und ich denke so drüber nach, ne? Und ich denke so drüber nach und während ich drüber nachdenke, laufe ich in Richtung einer Bank. Also eine Haltstelle mäßig. Ach, eine Sitzbank? Ja, ja, eine Sitzbank. Nicht Sparkasse. Nein, keine Sparkasse. Also Bank, Sitzbank. Dann setze ich mich auf die Bank und diese 89 Millionen hat sich, dieses Zahl hat sich so in meinen Kopf gebrannt, dass ich wirklich einmal so an der Haltstelle gechillt habe und mir die Augen zugemacht habe. Und ich war so drin in diesem Film. Boah, was würde ich mit 89 Millionen machen, Bruder? Was würde ich mit 89 Millionen Euro, was würdest du damit machen? Und ich war so vertieft in den Gedanken, dass ich locker eine Stunde einfach so vor mir daher gechillt habe.
Aber mit Gedanken, ich wäre da und ich würde das machen und ich würde das machen und ich würde das machen. Ich war wie ein Trance, Bruder. Und dann wurde ich durch einen Anruf, wie der jetzt gerade reinkommt, wurde ich wach gemacht. Also du bist richtig eingeschlafen? Nein, ich war nicht, das war kein Schlaf. Halbschlaf? Es war wie ein Halbschlaf, ja. Wie ein Trance, Bruder. Das ist die Vorstufe von Astralreisen. Meinst du? Das fängt bei Astralreisen auch so an. Du kommst in eine Art Halbschlaf und irgendwann bist du in einem Zustand, wo du dann so den Traum, also den Gedanken auf einmal kontrollieren kannst. Den Traum quasi. Und das ist in Echtzeit, angeblich. Ich weiß nicht, ob das wirklich so geht. Okay, aber kann man... Man muss nicht schlafen, um in eine Astralreise zu gehen? Doch. Man muss schlafen? Ja, du musst halt... Dein Körper ist ja so wie aus. Also Schlafparalyse? Gibt's keinen Unterschied? Schlafparalyse ist eine Astralreise? Guck mal, es gibt einmal luzides Träumen. Das ist, wenn du deinen Traum kontrollieren kannst. Das heißt, du bist in deinem Traum und nimmst bewusst den Traum wahr und kannst diese Fantasieelemente, die kommen, kannst du steuern. Das kann ich nicht. Das ist luzides Träumen. Und Astralreise ist, du schaffst es, deinen Geist von deinem Körper zu trennen. Kann man das trainieren? Ja. Es gibt Menschen, die sagen, die können das. Und ich sag dir ehrlich, wir werden heute was Ähnliches machen. Aber warte. Du willst keine Astralreise machen, aber sowas Ähnliches. Chat und Gazi. Alle Freunde und Freundinnen. Wir werden heute... Du hast vorhin nicht gehört, was wir machen. Nee, gar nicht. Also ich weiß ja ungefähr momentan, was bei dir läuft, so die Guck Thematiken. Mal, es gibt doch Körper und Geist, richtig? Glaubst du an den Geist, dass der Mensch eine Seele hat? Oder ist der Mensch nur der Körper? Nein. Und dein Ich wird durch dein Gehirn irgendwie erzeugt? Nein. Also glaubst du daran, dass es einmal den Körper gibt und einmal den Geist? Wenn du jetzt mit dem Geist die Seele meinst, ja. Ja, die Seele. Ja. Ne? Weil dein Körper ist ja quasi eine Hülle. Da ein Kokon. Sind wir uns einig? Ja. Okay, sehr gut. Willst du eine Dattel? Ja. Ja, nimm. Aber warum fragst du mich so komisch? Du guckst du auch vorher rein? Wegen Würmer? Ja. Nein. Ja. Nein, Cousin. Gib ihm Eiweiß, Proteine, beste, Bruder. Ich esse diese Würmer auch. Bevor hast du Angst vor einem Wurm? Guck mal, wie groß du bist. Hast du Angst vor Spinnen? Ja, ich bin schon Spinnen, Bruder. Bruder, du lässt sie so auf deine Hand kommen. Es gibt schöne Spinnen, süße Spinnen, aber es gibt auch diese Spinnen. Die haben mehr Haare als ich, Bruder. Was sollen die machen? Die können beißen. Und du kannst auch beißen. Ja, Bruder, aber guck dir Peter Parker an. Hast du Angst vor Wespen? Ne, Angst nicht, Bruder, aber so ein Stich ist unangenehm, wenn die beißen, ja? Hast du Angst vor... Hornissen? Ich hab noch nie eine gesehen. Hornissen sind einfach dreimal so groß wie eine Wespe. Noch nie eine gesehen. Die sind so. Ich weiß noch, Hornissen ist gesehen, aber ich hab noch nie eine. Hast du schon eine gesehen? Ja. Wo? Bei uns im Garten gibt es ein Hornissennest. Ja. Und jetzt halt dich fest, du darfst es nicht entfernen. Sonst kriegst du eine Strafe von 50.000 Euro oder so. Ja, die sind wichtig gesehen. Ja, du musst jemanden anrufen, der das da wegmacht. Aber ich bin gerade ein bisschen perplex, Bruder. Wir kommen von Astralreise auf Schlafparalyse, auf Dattel und jetzt auf Hornissen, Bruder. Worauf willst du hinaus? Willst du noch eine? Ich komme mit dir mit auf diese Reise, Bruder. Ja. Ist das die Vorstufe für das Eigentliche? Boah, die sind echt gut, Cousin. Hallo, ich bin die Dattel. Hast du schon mal was von DMT gehört? Ja, von dir. Du hast eine riesengroße Ameise gesehen. Ja, nee, Bruder, deswegen fragst du mich wegen Hornissen und so, ne? Wie sehr fühlst du dich verbunden mit der Welt? Also, mit der Natur, mein Bruder. Komm, wir holen. So, ein bisschen so. Ich bin ein... Jetzt wird's interessant. Ich bin jemand, der die Natur liebt. Berge und Wälder, Flüsse oder Wasserfälle nehmen... Schön. Nehmen, also wenn ich davor stehe, wenn ich so etwas sehe, Bruder, ich vergesse alles um mich rum. Dein Herz geht auf. Ja, ich liebe es, Bruder. Also diese Dinge, die haben so einen Einfluss auf mich oder auf mein Dasein, dass ich um mich alles herum einfach vergesse. Ich genieße das einfach. Und wenn ich dann, vor kurzem war ich in Kosovo. Kosovo hat sehr, sehr schöne Natur. Und dann stand ich vor so einem Berg und habe Landschaften gesehen, noch mehr Berge, Bruder. Was hast du gespürt? Hast du irgendwas gefühlt, gespürt? Ich habe eine innere Ruhe. Es war einfach so, es war einfach ruhig. Wart ihr auch in einem Wald? Ja.
Sehr gut. Was sind das Fragen, die du wissen musst? Bist du Schamane oder? Nein, ich führe dich langsam dahin, weil wir müssen so langsam, genau, ess die Dattel weiter. Ganz slowly, wir haben du bist gerade erst gekommen, der Chat hat sich gerade erst hingesetzt. Es geht jetzt erst langsam los. Guck mal, ich will dich nicht in irgendwas reindrängen. Ich möchte, dass du alleine dort reingehst. Moin. Und ich gebe dir am Ende nur noch einen Schubser. Verstehst du? Okay, aber es ist, Bruder. Du musst eine Sache wissen, Bruder. Ich habe als Kind, habe ich mal einen Film gesehen, da ging es um Hypnose. Und da hat der Hypnotiseur dem Typen, der hypnotisiert werden wollte oder musste, in einen Raum geschickt, im Unterbewusstsein. Und der ist aber nicht mehr aus diesem Raum rausgekommen. Also in seinem Kopf? Ja, in seinem Kopf. Niemals. Und das ist wie auf dem Trip kleben geblieben, so Matsche. Also im Film. Ja, ich verstehe. Okay. Der ist in seinen Gedanken, hat der Therapeut gesagt, du bist jetzt in einem Raum. Genau. Alles ist um dich schwarz. Genau. Und er hat dann irgendwann gesagt, Hilfe, Hilfe, ich komme. Und er kam nicht mehr raus. Ja. Aus diesem Raum. Und im Laufe des Films hat der Typ einen maximalen Schaden davon getragen. Bitte mach das nicht mit mir, Cousin. Also wenn niemals. Also guck nicht, dass ich irgendwelche Räume sitze oder so. Niemals, niemals. Ich werde auch gar nicht viel mit dir reden, wenn wir das Experiment machen. Ich will einfach nur langsam, dass wir so auf die Schwingungen kommen, weißt du? Weil das Leben besteht ja aus Frequenzen. Wusstest du das? Ja, hast du mir letztes Mal schon erklärt. Ja, aber erklären heißt ja nicht, dass du sagst, ja, bin ich mit bei dir, weißt du? Kann ja sein, wie siehst du die Welt? Oder warte, wir fangen ganz soft an. Was ist der Ursprung des Lebens? Der Ursprung, was ist der Ursprung des Lebens? Wir lassen mal einmal Religion raus. Das ist auch so eine Frage, Cousin, was ist der Ursprung des Lebens, was ist der Sinn des Lebens? Cousin? Nicht der Sinn. Ja, aber das sind so Fragen, Bruder. Was ist für dich der Ursprung des Lebens? Wenn es mir gefällt, dann sage ich, das ist der Ursprung für mich. Ich habe den Ursprung für mich noch nicht so ganz herausgefunden. Ich bin der Meinung, dass wir in einer Art Simulation leben. In einer Art Software. Wir sind auf jeden Fall, wir werden von einer Engine angetrieben. Also für mich ist das Leben sowas wie ein Programm, was geschrieben worden ist. Mhm. Ja, es hat auch sehr viel Parallelen mit anderen Dingen, aber ich versuche, so gut es geht, so Religion und so auch diese Mainstream-Wissenschaft einmal komplett auszublenden. Ich gehe auf Null. Das heißt, ich synchronisiere mich nochmal auf Null und versuche, ohne irgendeinen Einfluss oder Beeinflussung die Dinge zu verstehen, weißt du, für mich selber so. Und ich bin einfach an den Punkt gekommen, wo ich sage, das Leben, die Welt, die Erde, die Atome, das Universum ist nicht zufällig entstanden. Es muss, in meiner Logik und in meiner Vorstellung, muss es jemand oder etwas erschaffen haben. Es geht nicht anders. Weißt du warum? Hm. Ich überspringe mal alle Sachen. Ne? Mhm. Wir wissen ja, wissenschaftlich, das weiß jeder von euch, das lernt man, das weiß man einfach, es wurde auch schon dokumentiert, alles besteht aus Atomen. Das heißt, dieser Tisch hier, der aus Holz ist, oder dieses Mikrofon hier, ne? Hm. Oder die Stange hier. Hm. So. Die besteht aus einzelnen Atomen. Mhm. Das sind ja die kleinsten Teile, die wir so entdeckt haben. Und diese Atome wiederum verbinden sich und werden zu Moleküle. Mhm. Und Moleküle verbinden sich und werden zu Stoffe. Und Stoffe ergeben dann sowas wie Eisen, Holz. Man kann die natürlich so verbinden. Etwas Ganzem. Es gibt Legierungen, ja genau. Ja. Plastik, also es gibt verschiedene Arten, wie sich die Dinge zusammensetzen, so grob überschlagen, weißt du? Und wenn wir jetzt mal wieder auf den Punkt Atome gehen. Woher weiß das eine Atom, mit welches Atom es sich zusammensetzen muss? Woher haben diese Atome die Informationen? Weißt du das? Nee. Gar nicht? Nee. Was wäre so dein Gedanke, wenn du das überlegen würdest? Wenn ich jetzt mit dir sprechen würde, gehe ich davon aus, dass es Frequenzen sind. Ja, ich sag mal so, Atome haben ja einen Kern und in den Atomen sind der Neutron, Elektron und Proton. Hm. Positiv, negativ und neutrale Teilchen. Proton sagt mir was. Ja. Von Professor Proton, von Sheldon Cooper, von Big Bang Theory. Genau. Ja. Und diese Teilchen, ja, es gibt eine Anzahl davon. Ja. Und diese Anzahl entscheidet, mit welches Atom, was die gleiche Anzahl hat, sich verbinden darf. Genau. Oder verbinden kann. Ja. Ja. Aber woher ist diese Information gegeben? Weil wer oder was hat dem Atom die Anzahl gegeben, dass es so und so funktioniert? Wie geht das? Woher hat dieses Atom diese Information? Es ist auf jeden Fall krass. Jetzt willst du mir sagen, dass sowas nicht durch Zufall entstehen kann. Es geht noch weiter.
Noch tiefer. Ja, natürlich. Tief. Es gibt die sogenannte String-Theorie. Das sind keine String-Tanga. Ja, String-Theorie. Die String-Theorie, es gibt sogenannte Strings, das sind so kleine Energiebündel. Hm. Energieteilchen. Das bedeutet, das sind Schwingungen. Es ist, Bruder, es ist schon zweideutig. Du sagst schon mehr Strings, keine Tangas, aber es gibt Schwingungen. Es ist zweideutig, wie du redest. Aber ich versuche auf deiner Level, auf deiner Welle zu bleiben. Guck mal, und diese Schwingungen, ne? Hm. Ergeben die Materie, die wir sehen und anfassen können. Doch in Wahrheit sind das so Schwingungen. Das heißt, dieser Tisch, dein Körper, der Computer, jeder Mensch da draußen besteht in seiner Grundform nur aus Wellen und Schwingungen. Und also Energie wiederum Frequenzen. Ja, guck mal, die Frequenzen halten die Schwingungen so, dass es diese Materie ergibt, also alles die wir in sehen. Balance, sauberen und gesunden Balance bleibt? Das heißt, die Frequenzen, die uns umgeben, ja, sind dafür entscheidend, dass alles in der Materie so klar definiert ist, dass man es anfassen kann, dass man es berühren kann und so. Das ist, die Frequenz ist entscheidend. Okay, du hast mir das jetzt so detailliert erklärt. Aber warte, bis, jetzt sage ich dir auch den Punkt. Hm. Du hast gerade gesagt, du hast ein Video gesehen, wie Schallwellen, Bässe, Frequenzen und Schwingungen eine Autotür so zum Wackeln bringen. Mhm. Wie ist das möglich? Normalerweise müsste das Glas was? Brechen, richtig? Richtig, aber die Frequenz, je nachdem sie gerichtet ist, nimmt ihr dann Angriff. Es verändert auf die Materie. Auf die Moleküle, auf die Atome. Auf die Atome, genau. Korrekt? Ja. Was ist das? Ist das Physikunterricht? Nein, ich will nur, dass wir ein Grundverständnis dafür haben, auf welche Reise wir uns machen. Es muss doch tiefer. Also das ist alles Vorstufe von dem, was gleich passieren wird. Ja, ich versuche das halt so simpel wie möglich irgendwie nahe zu bringen. Und, okay, aber ich habe eine Frage an dich, Cousin. Wenn das doch so plausibel ist, ja, wie du sagst, ja, es gibt Atome, die bilden Moleküle und dann gibt es Proton und kein Ton, wie der Song von Keanu. Wenn es doch sowas gibt und wenn es auch so einfach ist, sich anzueignen an Wissen, warum gibt es dann Wissenschaftler, mhm, ja, wirklich Wissenschaftler, namhafte Wissenschaftler, die sagen, es kann nur durch einen Urknall das Leben zustande gekommen sein? Durch mathematische Formeln wahrscheinlich. Das sind Schätzungen. Komisch, Alter. Das sind so, man weiß ja auch, dass das Universum sich ausdehnt, zum Beispiel. Es dehnt sich immer aus. Und deswegen geht man davon aus, dass es irgendwo einen Anfang gegeben haben muss, weil wenn sich etwas ausdehnt, muss es ja irgendwo eine Bewegung gehabt haben. Sowas wie ein Knall, zum Beispiel. Deswegen gibt man ja, jetzt grob erklärt, deswegen gibt man ja von diesem Big Bang Theorie Dings aus. Aber es ist nur eine Theorie. Es ist kein Fakt. Das kannst du nicht beweisen. Verstehst du, was ich meine? Das, was ich sage, kannst du jetzt auch nicht beweisen mit irgendwelchen. Aber das ist für mich persönlich als Mensch plausibel. Und diese Frequenzen, die ja alles umgeben, man sieht ja, dass Frequenzen auf Materie einwirkt. Ja, 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 es ist. Zum Beispiel, wenn du Musik hörst. Ja, gib mal einen Dattel. Warte mal ganz kurz, Cousin. Ja, bitte. Das habe ich auch bei Dings gesehen. Bei Big Bang Theory. Was denn? Immer wenn der Affe etwas richtig gemacht hat, hat er einen Kick gekriegt. Hier, bitteschön. Ich will nicht mehr. Ja, doch. Gib dir, Bruder. Das, immer wenn der Affe was richtig gemacht hat, hat ihn einen Kick gegeben, Cousin. Ich habe dein Belohnungszentrum aktiviert. Boah, die sind lecker. Ich will nicht mehr. Du weißt, alles, was wir machen, ne, ja, geht auf TikTok hoch und runter. Ne? Ja, ich weiß. Ist cool. Das ist geil. Auch, egal. Willst du die jetzt oder nicht? Ja, ich nehm die. Nimm die, Bruder. Da ist kein Wurm drin. Boah, ich muss reingucken. Ich kann nicht, Bruder. Ich bin damit groß geworden. Ich hab mal in eine reingebissen, da war so schwarzer Staub drin. Oh. Ja, war ziemlich bitter, Cousin. War nicht gut. Auch so eine dicke war das? Ja. So, auf jeden Fall. Haben wir das? Was heißt, haben wir das? Es ist viel tiefgreifender. Also, guck mal, ich versuche mit dir ganz tief in einen Kaninchenbau zu gehen. Wir müssen nur ein Grundverständnis dafür kurz entwickeln, bevor wir in Stufe 1 rübergehen. Mhm. Wie viele Stufen haben wir heute? Hängt ganz davon ab. Wie du dich drauf einlässt. Wie du dich drauf einlässt. Ich bin offen für alles. Wie weit dein Bewusstsein. Also nicht für alles, aber ich bin offen. Ja, okay, geil. Du kennst ja die Zirbeldrüse. Ja. Schon gehört. Ja. Weißt du, was es genau ist? Ja,
Das ist immer schwer zu erklären. Die Zwiebeldrüse. Zirbel. Zirbeldrüse. Keine Zwiebel. Zwiebeldrüse. Die Zirbeldrüse ist irgendetwas im Nackenbereich, kann das sein? Ist das richtig? Nein, irgendeine Drüse, die dafür sorgt, dass Endorphin ausgeschüttet wird? Ja, in der Nähe. Ja? Ja. Melatonin und sowas. Ja, ja. Die Zirbeldrüse ist in deinem Gehirn, Bruder. Genau, das ist das, was der Körper dann. Dein Körper produziert das. Und es gibt mittlerweile jemand oder es gibt Forscher, die das chemisch herstellen. Ja, es gibt es auch synthetisch, meinst du? Ja, meine ich doch, synthetisch. Guck mal, ich zeig dir das einmal. Chat, ich zeig ihn einmal nur ganz kurz. Er muss ein Grundverständnis dafür haben. Cousin, guck mal, wenn du mich fragst, was die Zirbeldrüse ist, sage ich dir. Ist eine kleine endokrine Drüse auf der Rückseite des Mittelhirns, Cousin. Sie grenzt an den dritten Ventrikel, einem Teil des Lico-Abflusssystems. Perfekt. Siehst du, die Datteln wirken, Chat. Die Datteln wirken. Das hier ist die Zirbeldrüse. Ach, die ist im Hirn drinne? Ja, Bruder. Die gehört zu deinem Gehirn. Ich habe gedacht, das ist mit dem Nacken verbunden, mit der Wirbelsäule irgendwie. Nein, nein. Guck mal, sogar Focus Online berichtet darüber. Guck mal, das ist die, mein Bruder. Guck mal, wie die aussieht. Das ist in deinem Gehirn. Die ist zwar nicht so groß, wie das hier gezeigt wird, Chat. Die ist ungefähr so groß wie der Punkt hier. Leider. Früher war die so groß. Die Menschen waren viel spiritueller und viel kreativer. Mittlerweile leider nicht mehr so krass. Und die Zirbeldrüse, mein Bruder, ist ein sehr, 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 sehr wichtiger Teil deines Körpers, weißt du? Seit wann man das weiß, ja. Also die Zirbeldrüse ist auch schon bei den Ägyptern und bei den anderen Kulturen schon bekannt gewesen, weißt du? Die haben das schon oft auch an die Wände gemalt, nur wir haben halt nie richtig hingeguckt. Und das Ding ist, das klingt jetzt ein bisschen verschwörerisch, aber ist ja nicht schlimm, ist ja gerade cool, deswegen kann ich drüber reden. Man sagt, dass gewisse Leute oder gewisse mächtige Menschen nicht wollen, dass der Mensch weiß, zu was er imstande ist. Und angefangen bei der Zirbeldrüse. Es gibt auch andere Drüsen. Es gibt die Thymusdrüse. Die ist zwischen deiner Lunge und deinem Herzen. Und die zum Beispiel sorgt dafür, dass deine T-Zellen gegen Angreifer in deinem Körper agieren. Ich kenne das. Das ist eine Szene von Wolf of Wall Street. Die klopfen auf die Brust. Das erzeugt für ein Kribbeln. Ja. Korrekt? Und das wiederum aktiviert genau diesen Bereich. Und genau dieser Bereich, da ist deine Thymusdrüse. Okay. Und damit kannst du die Thymusdrüse soweit auch, sag ich mal, triggern, dass die aktiver wird als sonst. Denn in deiner Pubertätsphase... Die wird kleiner mit der Zeit, ne? Genau, die wächst bis Ende der Pubertät. Ja. Und sobald du aus der Pubertät draußen bist, so 20, 21 maximal, schrumpft sie langsam ab. Wieso ist sie aber so wichtig in der Pubertät? Sie sorgt dafür, dass du Wachstum hast. Ah, okay. Sie sorgt für dein Wachstum. Und sie sorgt dafür, dass deine Zellen sich sehr schnell regenerieren. Okay. So, und dass deine Zellen nicht so schnell abschrumpfen. Weil wenn wir Menschen... Ne? Mhm. Dann ist das ja Zellverfall. Korrekt. Also deine Zellen erneuern sich nicht mehr, sie regenerieren sich nicht mehr so gut. Korrekt. Und duplizieren sich auch nicht mehr so gut. Das heißt, dieser Prozess, dass deine Zellen sich erneuern und deine kaputten Zellen abschreiben und neue kommen, das wird immer weniger. Deswegen werden wir alt und schrumpelig. Deswegen versagen irgendwann die Organe und alles wird schwächer, deine Knochen werden brüchiger. Das ist dann der Zellverfall. Okay, aber gibt's eine Methode oder eine Form von irgendetwas, wie heißt die Drüse? Thymusdrüse. Die Thymusdrüse erhalten kann? Ja. Indem man sie dauerhaft aktiviert? Ja. Ach, hör auf. Du musst sie permanent, so oft du kannst. Es gibt Atemübungen, es gibt aber auch genau diese, das ist eine Technik, auf die Brust zu klopfen. Mhm. Es gibt auch konzentrierte Meditation in Zusammenhang mit diesen Sachen. Sie sorgt dafür, dass die T-Zellen, die von deiner Thymusdrüse aus gesteuert werden, weil bevor deine Zellen ausschwärmen und den Angreifer in deinem Körper bekämpfen, ja, gehen die erst zur Thymusdrüse und der kriegt dort seine Befehle. Aha. Die Thymusdrüse gibt diesen Zellen die Befehle, was die in deinem Körper machen sollen. Und wenn die Thymusdrüse veraltet ist und nicht mehr so gut funktioniert, wissen deine Zellen nicht mehr, wie sie agieren sollen. Deine T-Zellen. Weil die ja quasi ihre Befehle eigentlich von da bekommen. Ja. Okay. Und das wird mit der Zeit immer weniger, immer weniger, immer weniger. Aber wenn man gezielt damit arbeitet und sich bewusst macht, was dein Körper kann, kannst du sogar damit, jetzt klingt das sehr crazy, was ich sage, aber kannst du dafür sorgen, dass du länger lebst und deine Zellen sich viel besser erneuern und regenerieren. Und dein gesamtes Immunsystem wird dadurch auch nochmal angehoben. Okay, aber die Thymusdrüse und die Zirbeldrüse. Mhm. Sind das Cousins? Alles in deinem Körper sind Cousins. Das ist alles eine Familie. So. Und das, guck mal, das, Leute, das dient wirklich nur, damit man so ein bisschen ein Gefühl dafür hat, dass man ungefähr weiß, in welche Richtung das hier heute geht. Ich habe mal eine Frage an dich, ne? Frag, was du willst, mein Bruder. So, was glaubst du?
Du bist ein Mensch, ne? Ich gehe davon aus. Wie lange wirst du leben? Das weiß ich nicht, Bruder. Ich kann jetzt rausgehen, ins Auto steigen, Unfall bauen, ich bin... Nein. Ich kann einen Schlaganfall kriegen. Ich meine von deinem Alterungsprozess. Ach so, aktuell der Mensch? Nein, du. Mit deinem Lifestyle. Wie ich lebe? Berechne kurz. Wenn ich jetzt sagen könnte, wie alt ich werden könnte in Form von meinem Lifestyle, wie ich lebe. Genau, das meine ich. 70, maximal 80. Warum? So, Cousin. Cool. Glaubst du, dich wird deine Krankheit ereilen? Wie wird dein Ende sein? Ich meine, wenn du keinen Unfall machst. Ich meine nur vom Alterungsprozess. Wie wird das ablaufen? Cousin. Denkst du darüber nach manchmal? Ich denke sehr oft an den Tod. Echt? Ich denke sehr oft an den Tod. Wann immer? An welchem Zeitpunkt? Es hat keine bestimmte Zeit. Abends, wenn du schläfst? Nachts? Nein, nein. Es hat keine bestimmte Uhrzeit. Es kommt einfach. Ich stell mir vor, wann ich sterbe. Und ich stell mir vor, wie ich sterben könnte. Das ist ein Gedanke, den habe ich jeden Tag. Ich habe gerade auf der Autobahn dran gedacht. Jeden Tag. Aber ich habe nie darüber nachgedacht. Ja, doch, eigentlich schon. Ich habe auch schon darüber nachgedacht, ob ich an Krebs sterben könnte oder würde. Ja. Was glaubst du, warum kommt dieser Gedanke in deinen Kopf? Warum? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, Bruder. Keine Ahnung. Ich habe viele Freunde verloren. Und in den letzten paar Jahren sehr viele Familienmitglieder, Bruder. Und das hat so den mir immer so, näher gebracht. Sodass ich mich immer mit den verbunden fühle. Aber nur in Gedanken. Ja, ja, klar. Was denn sonst? Wie fühlst du dich, wenn dieser Gedanke kommt? Was verspürst du? Ich verspüre weder Angst noch, noch Trauer noch Freude. Der Gedanke ist einfach da. So, und der Gedanke, so wie der gekommen ist, geht er aber auch wieder. Mhm. Ich setze mich mit den Gedanken nicht auseinander. Weil ich weiß, der Tod ist allgegenwärtig und du kannst nichts machen. Der wird kommen und das ist Punkt und das ist Fakt. Bist du sicher? Was? Willst du den Tod entfliehen oder was? Wieso entfliehen? Willst du... Guck mal, warum betrachten wir den körperlichen Tod als Ende? Weil das klingt ja so als... Ich betrachte ihn nicht als Ende. Der Tod ist für mich erst das Anfang vom ganzen System, laut meinem Glauben. Aber du sagst ja, wir sollen mal am kurzen... Genau. Wir reden jetzt einfach nur... Komplett offen. Offen. Aber Respekt, dass du das auch machst, Alter. Was? Ja, dass du kurz mal alles beiseite legst, um anders mal an die Sachen zu gehen, weißt du? Ich gebe ihm mal den... Deswegen bin ich hier. Respekt. Ich gebe ihm mal den Film. Respekt. Das war der erste Test. Ich wollte gucken, wie weit gehst du? Wie weit lässt es zu, bevor man ablockt? Deswegen wollte ich kurz ein sehr unangenehmes Thema ansprechen. Weil es gibt ja auch Leute, die sagen, mein Glaube verbietet mir, das zu denken oder das darüber zu reden oder sonstiges, weißt du? Oder wenn wir kurz über den Glauben sprechen, ist das erste Wort... was entstanden worden ist, Iqra heißt Lies. Und Lies ist mit Lesen und Lesen ist mit Wissen verbunden, Bruder. Mhm. Es ist einfach Wissen, Bruder. Es ist Philosophie? Philosophieren ja. Wir gerade? Ja. Das ist hier reine Philosophie. Wir philosophieren einfach über das Leben. Und ich möchte auf einen ganz bestimmten Punkt hinaus. Ich will nicht auf Wissenschaft hinaus. Ich will nicht auf Religion hinaus. Ich will nur hinaus darauf, dass wir uns frei machen von alles, was wir kennen und kannten. Und einmal den Blickwinkel auf das Gesamte komplett verändern. Ich habe eine Frage, mein Bruder Herz. Ja. Warum lebst du? Wie kann das möglich sein, dass du lebst? Jeden Tag, Jahre, Jahrzehnte. Wie ist das möglich? Was hält dich am Leben? Hast du darüber mal nachgedacht? Was ist es, was dir und deinem Körper jedes Mal den Impuls gibt, zu leben? Aufzustehen nach jedem Schlaf? Jahrzehntelang, wie kann das möglich sein? Durch was? Hast du einen Motor? Der beste Motor macht nach spätestens 200.000 Kilometer, wenn er kein Dieselmotor ist, platt. Der beste Motor. Was wäre dein Motor? Was das dich Herz. Am Leben? Das Herz? Ja. Schon mal gut. Wie funktioniert das Herz? Es ist nicht kompliziert. Mein Bruder, ich habe keine Medizin studiert. Es hat Anschlüsse, Blut rein, Blut raus. Ja. Es pumpt rein, Punkt raus. So. Aber wie ist das möglich? Du sagst ja, das Herz ist der Motor. Aber durch was wird der Motor angetrieben? Durch Benzin? Durch Blut. Durch Blut? Ja, nicht? Nein, das Herz pumpt das Blut. Ja. Deswegen fließt dein Blut. Ja. Es ist die Pumpe. Ja. Aber was gibt die Pumpe die Energie, um zu pumpen? Nein, denk mal nur, vergiss mal kurz, Chat. Nein. Denk mal alles nur kurz gut. Drüber nach. Das Ding ist... Aber du weißt, was ich meine. Ich weiß, was du meinst. Aber guck mal. Das ist jetzt wie, als wenn ich mich jahrelang mit Licht beschäftigt habe
du hast keine Ahnung von Licht und du sitzt jetzt hier und ich versuche zu erklären, was Licht ist. Und ich stelle dir die Frage, was ist Licht für dich? Boah, ich weiß nicht, ob dieser Vergleich treffend ist. Ich frage nur, wie kann es sein, dass dein Herz, ich mache es ganz vereinfacht, du hast so zu kompliziert gedacht oder ich habe es zu kompliziert erklärt. Wie kann es sein, dass dein Herz jetzt überm Knie gebrochen 100 Jahre lang schlägt, jede Sekunde, im Schlaf oder im Aufstehen, beim Sport, egal bei was? Ich weiß nicht, Bruder, woran liegt das? Erklär mir das. Ich weiß es nicht. Nee, ich will, dass du darüber nachdenkst. Ja, ich weiß es nicht. Versuch mal irgendwas, Fantasie. Herz, es gibt Herzklappen, Herzkammer, es gibt mehrere Anschlüsse. Das, Professor geworden, die Dattel wirkt! Die Dattel wirkt! Das Blut, Sauerstoff, Bruder, alles hat ist damit verbunden. Wie kann es, guck mal, wie macht das Herz? Aber was gibt dem Herzen die Kraft, so zu machen? Keine Ahnung, Bruder. Muskel? Das Herz ist ein Muskel. Yeah. Soll ich dir sagen? Ha. Was ist es? Was ist kein Strom oder was? Ah. Strom? Elektrizität? Ja. Na. Die Dattel wirkt. Was ist das? Aber ey, es gibt einen sogenannten Sinusknoten in deinem Herzen. Den hat jeder Mensch, der hier gerade zuguckt. Warum heißt der Sinus? Soll ich dir den zeigen? Ja, Sinus? Den Sinusknoten. Dass warum du das heißt der Sinus? Warte mal. Ist das sowas wie Achillessehne? Achilles ist. Wer war Sinus? Mein Bruderherz, guck mal. Das hier, mein lieber Bruderherz, ist der sogenannte Sinusknoten. So, mein Bruder, guck mal. Ups. Okay, guck mal. Vorhöfe? Siehst du das hier? Ja, AV-Knoten. Und das hier? Ja. Weißt du, was das ist? Ja, der Sinusknoten und der AV-Knoten. Ja, aber weißt du, was das bedeutet, was das ist? Nein, Bruder, das sieht aus wie eine Walnuss, aber nachher. Dieser Sinusknoten hier und hier, ne? Dieser AV-Knoten und Sinusknoten funktionieren nur mit Elektrizität. Okay. Und dieser Knoten gibt deinem Herzen und den Muskel, der pumpt. Das ist das Reizleitungssystem. Es gibt den... Cousin, du bist Arzt geworden. Ich weiß nein, nicht ich bin kein Arzt. Wann bist du denn Arzt geworden, Bruder? Wann hast du denn Medizin studiert? Ich bin kein Arzt. Das ist etwas, das sollte man wissen, Bruder. Und klar, ich meine... Und ich wollte das wissen. Ich meine, bei jeder Kaffeerunde, wo ich Karten spiele, redet man über den Sinusknoten, Cousin. Das ist etwas, das muss man wissen. Guck mal. Rashid Musa, Boshaorma, Sinusknoten, Cousin. Das ist ein sogenannter Herzschrittmacher, Habibi. Was denkst du, warum Menschen einen Herzschrittmacher bekommen? Was denkst du, was das ist? Ein Herzschrittmacher? Ja. Er erzeugt Elektroschläge, damit der Sinusknoten und der andere Knoten... Falls der Sinusknoten oder dein Herz ausfällt, setzt der Herzschrittmacher ein. Ja. Als Schutz, als Backup. Damit diese diese Welle... Reizungsleitung. Ja, damit die im Takt bleibt. Ja. Guck mal, was ich dir damit sagen will ist, dein Körper, dass du überhaupt lebst, hast du Elektrizität zu verdanken. Hm. Denn ohne Elektrizität würde dein Herz gar nicht schlagen. Wusstest du das? Nein, aber jetzt weiß ich es. Das heißt, der Mensch ist nicht nur Blut, Knochen und Haut, DNA und so, ja klar. Hm. Aber warum funktionieren wir? Durch Elektrizität. Dein Gedanke. Was denkst du, was ein Gedanke ist? Ein Stromimpuls. Ein Stromimpuls. Ja, danke schön. Das, was du jetzt gerade denkst, jetzt, genau immer in jeder Sekunde, was du sagst, sind alle Stromimpulse. Hm. Dass du dir denkst, ich bewege jetzt meinen Arm zum Mikrofon. Ich bewege meine Beine, dass ich laufe. Das sind alles Stromimpulse. Okay. Ohne Elektrizität wird dein Gehirn nicht funktionieren. Okay, mein Bruder. Jetzt haben wir auf Schnelldurchlauf eine Ausbildung zum Elektriker gemacht. Du! Aber worauf willst du hinaus? Warum muss ich das wissen? Das hier ist ein Avatar. Hä? Du bist ein Avatar. Dein Körper ist ein Avatar. Ich bin 100 Kilometer gefahren, damit er mich beleidigt und sagt, ich bin ein Avatar, aber nur nicht in Blau. Das hier ist dein Körper, Habibi. Das ist eine Maschine. Das ist ein... Das ist so, wie du steigst da ein. Das ist wie ein... Wie Transformers, so mäßig. Ich bin kurz vorm Aussteigen, aber egal. Erzähl weiter. Wissenschaftler haben herausgefunden, in der Sekunde bei der Befruchtung von einer Spermie, von einer Eizelle, sobald es, guck mal, in der Gebärmutter ist ja so ein Ding, so ein, das ist glaube ich sogar so eine Zelle oder so, ne? Ich weiß nicht genau, was das ist, so eine Hülle.
Und dann probieren doch Millionen von Spermien da reinzukommen und nur eine schafft es. Und die anderen sterben mal ab. Cousin, wallah, es gibt so viele Menschen, die in meinem Umfeld sind, da frage ich mich, wie konnten die das schaffen? Wie konnten die so einen Krieg gewinnen, Bruder? Eizelle. Aber genau, ich glaube, nein, diese Theorie wurde widerlegt. Das stimmt nicht. Das ist doch keine Theorie. Nein, das. Also das, was du sagst, dass mehrere Spermien da hinausschwimmen und eine erschafft, das wurde widerlegt. Weil die Gebärmutter sucht sich die einzelne Spermie aus und zieht sie dann an. Okay, kann sein. Kann ich nicht verneinen, will ich auch nicht. Kann sein. Ja, ich habe ein bisschen was gelesen. Aber stark, wir lernen voneinander. Die Dattel wirkt auf jeden Fall. Guck mal, je nachdem, wie auch immer, ne? Sobald die Spermie es geschafft hat, in diese Gebärmutter reinzugehen, in dieses Ding, wo dann das Baby drin entsteht, ne? In dem Moment, wo es reinschlüpft oder reinflutscht, weißt du, was man herausgefunden hat? Was hat man herausgefunden, Cousin? Kommt Licht. Kommt ein Lichtblitz. Und die wissen nicht, was das ist. Ein Blitz, Bruder. Man sagt, das hat was mit Elektrizität zu tun. Aber es gibt Wissenschaftler, die sagen, nein, das ist Licht. Und dann sagen die, wie kann dort Licht sein? Wie? Jetzt pass auf. Meine Theorie ist, in dem Moment, wo der Körper gesagt hat, diese Spermie wird ein Mensch und kommt, sobald es angedockt ist in dem System, sobald es nur das berührt, kriegt es einen Stromimpuls und in dieser Sekunde wird die Seele da reingemacht, Bruder, mit Licht. Zack! Wallah, von Bus sind wir auf Tag gekommen, das ist schon... Aber es ist krass, es ist... Wie du das erklärst, ist krass. Zack! Und in dem Moment ist die Seele in dieser Spermie... Also wird Seele... Also wurde der Gebärmutter Leben eingehaucht. Erst die Seele, dann das Herz. Du weißt, dass das Herz das erste Organ ist, was Gebärmutter produziert wird, ne? Ist das Herz. Ja, das erste Organ, was Embryo hat, ist das Herz. Woher wissen die Zellen? Die Zellen, die uns alle erzeugt haben, ne? Woher wissen die, wie die alles machen müssen? Woher haben die diese Erbinformationen, oder? DNA und so. Weil Chamis sagt, stimmt nicht, Mann. Habibi. Was stimmt nicht? Ich weiß es nicht. Ich will jetzt gar nicht auf stimmt oder stimmt nicht. In den Atomen sind ja Informationen, haben wir gelernt von dir. Woher kommen die? Das ist die Frage, die ich mir immer noch stelle. Woher kommen diese Informationen? Ich weiß es. Woher? Nur für mich. Okay. Ich weiß es nicht für dich oder für euch, ich weiß es für mich. Weil du hast Geheimen hier in deiner Zentrale. Nichts geheim. Für dich recherchiert. Es sind einfach meine Gedanken, die für mich Sinn gemacht haben. Ich kann auch voll falsch liegen. Okay, erklär mir das. Und ich bin auch sehr gerne bereit, dass mir das jemand besser erklärt. Okay. Meine Theorie der Dinge ist, dass die Information in den Atomen und in Zellen und in all diesen Sachen, warum wir so sind, wie wir sind, liegt daran, dass das Ganze von einer Engine angetrieben wird, von einer höheren Intelligenz. Das ist Hightech, von dem wir gar keine Ahnung haben. Weil guck mal, wenn du an einer Ameise vorbeiläufst, meinst du, die Ameise weiß, dass du ein Kreatur bist, der solche Gedanken hat und Raketen baut, Computerspiele spielt? Meinst du, die Ameise kann das begreifen? Deswegen können wir nicht begreifen, was das hier... Das ist die Frage. Kannst du einem Wurm Quantenphysik beibringen? Das heißt, wir sind gar nicht dafür gemacht. Wir sind gar nicht dafür gemacht, Dinge zu verstehen. Wir haben eine Grenze. Und diese Grenze stößen wir genau an der Grenze, wo es heißt, woher kommen wir, warum leben wir und existieren wir? Wer hat uns erschaffen? Ich bin 100% plausibel und logisch davon überzeugt, dass wir einen Schöpfer oder einen Creator haben. Es geht gar nicht anders. Alleine diese Information, diese Bandbreite an Information, die uns in dieser Perfektion, allein dein Körper, Bruder, ist eine Welt für sich. Allein eine Zelle, Chat, ist eine Welt, eine Zelle und wir bestehen aus Billiarden, Billionen, Milliarden. Es kann kein Zufall sein. Okay, wir nehmen an, der Zufall hat geschafft, eine Mücke zu erschaffen. Unmöglich. Aber wir gehen mal auch davon aus, der Zufall hat es geschafft, durch den Staub, Kosmos, dies, das, eine Mücke zu erschaffen. Wie erklärst du 8 Milliarden Menschen, Habibi? Wie erklärst du Pflanzen, Tiere, ein Natursystem auf einem Planeten? Wie erklärst du das? Perfekt ausbalanciert. Tag, Nacht, Mond, wie? Sonne. Wie? Ja. Das geht nicht. Die Frequenzen halten die Materie so, wie sie sind. Würde es die Frequenzen nicht geben, würde alles, was wir kennen an Materie und Atomen, ineinander matschen und irgendein Wirrwarr werden. Aber wir sind klar definiert. Holz, Mensch, Fleisch, Plastik, Elektro,
Bildschirm, Plastik, Holz, Eisen, Schuhe, Boden, Luft. Durch was ist es definiert? Durch einen Zufall? Das kann kein Zufall sein. Das sind Frequenzen. Das kann kein Zufall sein, Cousin. Frequenzen halten das Ganze. Das ist wie, als wenn ich dir sagen würde, ich gehe jetzt in die Wüste, halte eine Lupe in die Sonne in Richtung Sand und halte das so lange darauf, dass der Sand erhitzt wird und mir ein Handy erzeugt. Eine, Dankeschön. In der Quantenphysik wäre das möglich. Es funktioniert nicht. Aber es ist unrealistisch. Ja. Und jetzt wollen uns Leute erzählen, dass durch einen lauten Knall im Universum sind Sonnensysteme entstanden und sowas wie Menschen und Tiere und so? Bei allem Respekt. Ich glaube das einfach nicht. Albo Blitz sagt, aber wieso lässt der Erschaffer Menschen hungern und Kriege führen? Das hat gar nichts mit der Erschaffung zu tun, mein Bruder. Das hat nichts mit der Erschaffung an sich zu tun. Verstehst du, was ich meine? Dass der Mensch hungert oder Krieg macht, hat nichts mit der Erschaffung zu tun. Und wenn wir davon ausgehen, dass es eine Engine ist und die das antreibt und wir ein Experiment sind von einer höheren Spezies mit einem Hightech-Shit, von dem wir keine Ahnung haben, der guckt doch, was wir eigenständig machen. Der schaut doch einfach zu, was wir machen. Der goldene Schnitt? Der goldene Schnitt, ja. Das ist die Zahl Phi. Es gibt einmal die Zahl Pi und die Zahl Phi. Die goldene Zahl. Die ist zum Beispiel überall in den Pyramiden und in alten... Also. Das ist nochmal was anderes. Aber worauf ich eigentlich mit dir hinaus wollte, mein Bruderherz, ist, wir funktionieren und leben und existieren und können so agieren durch Raum und Zeit. Übrigens ist unsere Zeit begrenzt, ne? Wir haben eine Grenze und das ist Lichtgeschwindigkeit. Wir sind gefangen in diesem Konstrukt von Atomen, begreifen nicht ganz, was das soll, aber sind dankbar dafür, dass wir leben. Die eine ja, der andere nicht. Wir werden gehalten durch Frequenzen. Die Frequenz lässt die Welt so erstrahlen und erscheinen, wie sie ist, durch unsere Sinne. Wie viele Sinne hat ein Mensch? Alter, keine Ahnung. Ganz einfach. Wie viele Finger hast du? 10. An einer Hand? 5. Was, Geschmackssinn, Augen, Riechen, Hören, Tastsinn, ja, 5 Sinne. Zufall, dass wir 5 Finger haben? Ja, du hast ja 10 Finger. Ja, aber an einer Hand. Ach so. Soll ich dir mal was erzählen? Das ist meine eigene Theorie. Ey, wisst ihr, kennt ihr das, wenn ihr euch in einem Moment so richtig dumm vorkommt? Nein. Wir sind nur am Philosophieren. Kennt ihr das? So hier, euch wird warm und dann wird euch wieder kalt und dann kommt ihr richtig dumm vor. Habibi. Aber guck mal. Ja. Du kennst doch die Dualität, das Gesetz der Dualität. Natürlich nicht, Bruder. Ich küsse deine Augen. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich mit jemandem diskutiert habe über das Gesetz der Dualität. Erweitertes Spektrum, Bruder. Ja, Bruder, aber auch ein Spektrum kann begrenzt sein. Guck mal. Rechts, links. Ja, was ist das? 1, 2. Das gehört das zum Dualsystem? Warum hast du 2 Augen? 2 Nasenlöcher, 2 Ohren, 2 Gehirnhälften, 2 Lungenflügel. Das ist das Dualsystem? Mann, Frau, Tag, Nacht, groß, klein. Okay. Immer Gegensätze. Ja. Du hast 2 Arme, richtig? Ja. Jetzt nehmen wir mal an, die rechte Hand steht für das Böse. Die rechte Hand steht für das Böse, die linke Hand steht für das Gute. Ja. Und an jeder Hand hast du 5 Finger. Ja, nee, deine 5 Sinne. Warum machen zum Beispiel Menschen so, wenn sie beten? Oder so, wenn sie beten? Warum macht der Mensch das? Warum macht der Mensch so? Ich hab eine Frage an dich, mein Bruder. Warum verbindet es 2 Menschen, wenn die ihre Hand halten? Habibi. Denk, ich will nur auf eine Sache. Ich hab eine Frage, Bruder. Stell deine Frage. Ich hab eine Frage und das meine ich wirklich, 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 wirklich ernst, Bruder. Stellst du dir die Fragen selber? Sind das Fragen, die du dir selber stellst? Das echt? Das ist noch gar nichts, Bruder. Du bist aber auch einer, wenn du eine Frage stellst, du gehst richtig in die Materie rein und willst wissen, warum eine Sache so ist, wie sie ist. Ist das korrekt? Ja, bis dahin, wo ich kann. Bist du schon mal an ein Limit gestoßen? Ja. Gibt es Fragen, die du dir selber nicht beantworten konntest? Aber ein Limit heißt ja nicht, dass ich dann irgendwie aufgebe. Ein Limit bedeutet für mich, du musst es durchbrechen. Eine Wand bedeutet für viele ein Stopp. Richtig. Für mich nicht. Das für mich Frage. Heißt, brech die Wand durch. Okay, aber das ist die Frage. Was ist, wenn du die Wand nicht durchbrechen kannst? Gibt es Fragen, die du nicht selber beantworten kannst? Mit dem Kopf durch die Wand. Und spätestens, wenn es nicht geht, dann geht's nicht. Wie hoch ist dein IQ, Cousin? Was? Dein IQ. Keine Ahnung. Hast du nie...
Hast du mal gecheckt so? Ich finde den IQ okay, aber der EQ ist viel wichtiger. Das ist der emotionale Quotient. Deine emotionale Intelligenz ist viel wichtiger als dein IQ. Dein Intelligenzquotient. Weil, definiere mir erstmal Intelligenz. Was, durch auswendig lernen in irgendwelchen Unibüchern? Ist das Intelligenz? Irgendwelche Formeln nachplappern, ist das Intelligenz? Da kann man vielleicht sagen, okay, dein Gedächtnis ist gut. Aber ich finde, der emotionale Quotient ist wesentlich wichtiger als der intelligente Quotient. Weil, wodurch wird Intelligenz überhaupt definiert? Es ist Zeit für eine Zigarette, mein Bruder. Es ist Zeit für eine Zigarette. Willst du eine kurze Pause machen? Ich brauche eine Kippe, Bruder. Das ist, guck mal, das ist nur das Intro. Du bummst in mein Gehirn rein. Nein. Ich mach gar nichts. Guck mal, wir gehen gleich auf eine Reise. Ja. Das gab's noch nie, Chat. Das gab's noch nie. Und ich bin sehr gespannt, was du uns erzählst, wenn du zurückkommst. Aber geh mal erstmal eine rauchen. Also ich würde dir auch empfehlen, gar nicht zu rauchen, aber wer bin ich schon? Ich bin nur ein Staubkorn. Bro, der versteht 0,00 von dem, was du erzählst. Wer? Ich. Du? Der wurde gesagt. Doch. Leute, unterschätzt Gazi nicht. Unterschätzt sie nicht. Auch wenn er lacht und so, das ist seine Art zu sagen, okay, ich hab gecheckt. Er macht aber aus dem, was er verstanden hat, vielleicht noch einen Witz. Das ist halt seine Art. Gazi ist mega intelligent, ja. Der hat mir Sachen erzählt im Privaten. Da habe ich selber gesagt, woher weißt du das? Wie, ich weiß das nicht mal. Warum tust du immer so? Alles gut, Cousin, alles gut. Wir lassen einfach so. Dieses Bild, was sie haben, Cousin, wir lassen das genau so. Pinky und the Brain, Cousin. Okay, ich warte hier.